So, da sind wir wieder. Ich guck mal, welche Mission wir jetzt noch haben. Jetzt gucken. Gewinne ein Duell, World-Duell, okay? Gewinne ein Duell, World-Duell mit mindestens 500 verbleibende LP. Okay, können wir machen. Machen wir jetzt sofort die große Schranke. Ah, da haben wir noch Joey. Nehmen wir den auch sofort nochmal. Ja, ja. Wir werden gewinnen, der ist safe. Level 10 ist eigentlich richtig easy, wie gesagt. Der Anfang wird vielleicht wirklich sehr, sehr langweilig. Die ersten, vielleicht die ersten 5 Folgen oder so, oder 6. Kommt drauf an, ich weiß es nicht genau. Wie viele Folgen es langweilig werden, weil es einfach ein bisschen zu einfach ist. Wir werden natürlich auch Online-Matches machen, gar keine Frage. Aber dafür müssen wir uns natürlich erstmal vernünftig ausrüsten. Das heißt, wir brauchen Edelsteine für neue Karten und so ein Kack alles. Und die werden wir uns erspielen. So, ich bin dran. Was haben wir denn hier? 1, 4. Wir haben auf jeden Fall eine Ausrüst-Zauberkarte zum Ausrüsten. Das ist schon mal sehr gut. So. I'll play this. I summon a monster in attack position. Perfekt aktivieren. So, meine Karte kommt mit 200 Attacke dazu, sobald wir angreifen, angegriffen werden. Also, wenn wir in die Battlephase gehen würden, können wir in der ersten Runde eh nicht darum zu beenden. I end my turn. It's my turn. I draw. Dann zieh mal. Okay. I summon a monster in it. I end my turn. Get ready. My turn. Draw. Und wie man sieht, auf Level 10 und Level 20 sind wir relativ dumm, weil wir könnten jetzt einfach flockig umhauen und er wieder Lebenspunkte verlieren. Wäre in der Defensive wieder nichts verlieren, außer Ikata halt. Oh, Entschuldigung. Oh, scheiße. Die sind hier ein bisschen dumm. 1000 oder weniger haben wir momentan nicht. Aber egal, machen wir so. Es sind noch ein paar Angriffspunkte mit dazu. So, 200 erhöht. Er bekommt jetzt auch einen Lebenspunkt mit dazu, glaube ich, ne? Oder, ja, genau. Na, sind wir 2-1, sehr schön. Jetzt auf 1-9. I'm not giving up. I draw. Here we come. I summon a monster. It's clearly obvious. Guess my turn's done. I draw. Komm, wir machen es einfach mal aus. Einfach nur Juckenderei. Da geht meine Zauberkarte auch kaputt, aber egal. Nee, gar nicht. Nein, kaputt. Activate. Watch closely. I special summon a monster. Ich muss den kurz lesen. Battle. Aber haben wir jetzt alles klar. Game over. Und unser nächster Sieg im einfachen Modus. Aber kann ich leider selbst nicht einstellen. Da müssen wir ein paar Kämpfe machen, damit es schwieriger wird. The one duelist I didn't want to lose to. I'll never hear the end of this. Und mir fällt jetzt gerade ein, dass das Spiel extrem laut gewesen ist. Ich muss immer etwas runterschrauben, das Spiel, also die Lautstärke. So, wir haben jetzt eine neue Fähigkeit erlernt, und zwar Spitzenleistung. Können wir verwenden, werden wir natürlich wahrscheinlich auch machen, muss gucken, genau, was das ist. Manche Fähigkeiten finde ich total Schwachsinn, aber die ist, glaube ich, ganz okay, meine ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, und nochmal 50 Edelsteine dazu bekommen. Komm, spring endlich genau da rein. Ja, du hast verloren, so wie immer. Einstellungen, mal kurz, wo haben wir hier Einstellungen? Noch mal ganz kurz, auch etwas leiser. Musik habe ich schon leiser gedreht. Sollte so hoffentlich. Kann man hier auch rein, ne? Ne, hier geht halt nur Englisch und Japanisch, was das sein soll. Bleiben wir auf Englisch. So, einmal hier Geschenke, unsere Geschenkbox. 50, haben wir schon wieder 275 Edelsteine. Ein paar Münzen gibt's auch noch, sehr schön. Missionen, 2 Stück davon abgeschlossen.
Oh. Schließe die Quiz der Duellschule bis Level 1, also Level 1 bis 5 ab, okay. Das machen wir jetzt auch mal sofort. Wir wollen natürlich hier schnell weiterkommen und gegen stärkere Gegner kämpfen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen durchrushen, ehrlich gesagt. Und man keine Zeit, jetzt irgendwelche anderen Sachen zu machen. So, in der Zwischenzeit trinken wir ganz kurz was. Aber geht auch relativ schnell eigentlich. Ich wäre gerade gewundert, weil hier Feueralarm anging, aber das war bei meinem Bruder im Zimmer. Wegen seiner E-Zigarette. Duel. So, gewinne den Spielzug. Ich vergesse, was ich machen soll. Habe ich jetzt nicht durchgelesen. Aber ich glaube, einfach nur ein Monster beschwören, dann angreifen. Und sieg. So, das sind zum Beispiel die Anfangs... der Anfangstutorial, wenn man machen möchte. Wir müssen es zum Beispiel machen. Weil sonst würden wir kein Stück weiterkommen. Und das möchte ich natürlich nicht. Komm, sieh zu. Ich bin unbedingt vielleicht einfach erstmal etwas alleine spielen und euch später wieder mit dazu hole, weil es... Ah ne, komm. Egal, wir machen einfach so. Es ist für mich langweilig, genauso wie für euch eigentlich. Schon wieder vergessen zu lesen, was ich machen soll. 200, lalalalalala. Aber auch einfach nur so, wie es aussieht. I'll play this. I tribute summon a monster. So, Angriff und Down. Wie gesagt, ihr könnt es euch kostenlos runterladen über Steam. Es ist wirklich mega geil eigentlich. Der Anfang ist total easy. Auch für Leute, die vielleicht mal nicht noch nie gespielt haben oder so, kommen eigentlich ganz schnell rein in das Game, finde ich auf jeden Fall. Oder die mit Yu-Gi-Oh! Bisher nicht so gut hatten. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich packe natürlich den Download-Link von Steam unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken, runterladen und loszocken. Ist ein... Darum sieht das so komisch aus. Eigentlich ein Spiel für Sandy, aber haben die irgendwie aus Steam auch rausgebracht. Habe ich zufällig was mitbekommen. Habe ich schon in der ersten Folge erst erwähnt, aber mache ich jetzt lieber nochmal. Die Leute, die ich gesehen haben. Duel. So, jetzt müssen wir zwei Sachen opfern. Dum, dum. Let's do this. I tribute summon a monster. We'll now... Und alle, die halt mit Yugi nichts zu tun hatten, bisher mit Yu-Gi-Oh! Und es gerne spielen möchten, für die ist diese Schule ganz, ganz sinnvoll, finde ich, weil man da die einfachsten Sachen lernt und auch schwierigere Sachen lernen kann. Darum eigentlich keine schlechte Idee, aber es nervt extrem, wenn man sowas schon kann und kennt und dann so einfache Sachen machen muss. Dann noch fünfmal. Ich vergesse mal zu lesen, was ich machen soll. Aber bis jetzt ist es ganz einfach. So, jetzt einfach nur Flip-Beschwörung. Und drauf da. Letzte Mission. Schon wieder vergessen zu lesen. Na egal. Das wird mir erst einfallen, wenn ich irgendwelche schwierige Missionen mache und dann nicht klarkomme. Dann fällt mir erst wieder ein. Ach ja, lesen. Aber ich finde, das Spiel ist kein Stück leiser geworden, ne? Gut zu nehmen dem. Let's see if you have the cards to challenge me. Here we go. Duel. So, ich habe es etwas leiser gemacht. Toll. 1,6, 1,1, 1,4, 1,7. Warte mal. Greifen mit ihnen hier. Mal gucken, ob er richtig ist. Ich würde hoffen, ihn hier da an.
1,7. Und 900, das passt genau. Und zack. Dieser Level 5 wurde jetzt schon etwas, aber nur etwas komplizierter. Ich freue mich schon, wenn es richtig losgeht mit richtig ein bisschen Taktiken und Kack alles. So, diese Stufenmission haben wir auch abgeschlossen. Da heißt, wir sind Stufe 5 jetzt. Was passiert nun? Etwa ein neuer Gegner? Oder was? Legendärer Duelland freigeschaltet. Verbinde mit Thea Gardner. Ah, okay. Ich bin hergekommen, um meine Freunde anzufeuern, aber sie haben mich als Duellantin angemeldet. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht einmal, welche Karten in meinem Deck sind. Aber wenn sich hier sowieso alle duellieren, dann mache ich aus den Zitronen im Limonade. Das ist auch die Gelegenheit, meine Fähigkeiten zu verbessern. Alles klar. So, sie anscheinend nur am Tor. Wir werden sofort dagegen kämpfen. Gewinne ein Duell gegen Thea. Gewinne ein Duell, ein Word-Duell. Okay, dann sind wir schon wieder nächste Mission, Stufe. Wir könnten auch rein theoretisch, warte mal kurz hier, so. Wir haben schon wieder 400 Edelsteine. Aber ich glaube, die sammle ich erst ein bisschen und dann schauen wir weiter. Gegen ihn hier, welche Stufe ist er denn, welche Level hier? Level 10 auch, also wir machen einfach mal gegen den hier. Der ist, glaube ich, dieser Zombie-Freak, der, glaube ich, Zombies-Karten, glaube ich, ne? Auf jeden Fall sieht er auch so aus. So, wir fangen an. Aber das wird wahrscheinlich auch eine einfache Sache mit Level 10 gegen ihn. So, den ziehen wir mal sofort 300 Lebenspunkte ab. So, Zug beenden. It's my turn. I draw. This card will do. I summon a monster. I end in my turn. Ja, okay, wird easy. It's my turn. Draw. Here I come. Mal kurz gucken, was da noch steht. Was ist eigentlich für Monster hier? Es ist Zombie, ja, wusste ich doch. Zombie, Erde, ja okay, also nix, was wir gebrauchen könnten. Na komm, machen wir hier einfach mal fertig. Wird der jetzt eigentlich automatisch, wenn ich besiege, hochgestuft weiter auf Level 20? Wäre auf jeden Fall ganz nett. Here I come. I summon a monster in attack position. Battle. Watch and learn. I attack with a monster. So, wir machen jetzt einfach mal zu Ende hier. Oh! Du gewinnst. Ist auch momentan noch kein Problem. Erhöht die Defensive aller Monster auf deiner Spielfeldseite um 300 Punkte. Ist auch nicht schlecht. Super. Was haben wir jetzt bekommen? 20 und 2000 Münzen. Wieso nicht, ne?